Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mitsubishi Electric Frequenzumrichter der FAE 800 Serie entschieden haben. In diesem Video zeige ich Ihnen eine PC-Software namens FR Konfigurator 2, mit der wir den gesamten Prozess der Antriebsparametrierung sehr einfach durchführen können. In diesem Abschnitt werde ich Ihnen die erweiterten Funktionen im Zusammenhang mit der Diagnosefunktion vorstellen. Die erweiterten Funktionen sind in der Standardversion des FR Konfigurator 2 enthalten. Sind Sie bereit? Los geht's! Der FR Konfigurator 2 ist ein leistungsstarkes Software-Tool, mit dem die FAE 800-Serie vollständig konfiguriert und überwacht werden kann. Ein weiterer Vorteil sind die erweiterten Diagnosefunktionen, die direkt aus dem FR Konfigurator 2 heraus zugänglich sind. Wir verbinden uns zunächst über den integrierten USB-Anschluss mit dem Umrichter. Wechseln Sie in den Online-Modus. Dann klicken Sie auf die Registerkarte Diagnose. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl. Fault History. Hier können wir eine Liste der letzten Fehler und alle damit verbundenen Informationen einsehen. Wir sehen die Frequenz, den Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung zum Zeitpunkt des Fehlers und die verstrichene Zeit seit dem Auftreten des Fehlers. Wir können klar sehen, welche Ausfälle oder Störungen im Laufe der Zeit aufgetreten sind. Damit das richtige Datum und die Uhrzeit zum Zeitpunkt des Fehlers angezeigt werden, muss zunächst die Echtzeituhr kalibriert werden. Geben Sie dafür das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten in den entsprechenden Parametern an. Der FR-Konfigurator 2 zeigt dann das Datum und die richtige Uhrzeit zum Zeitpunkt des Fehlers an. Vergessen Sie nicht, die Option zu aktivieren. Unter Diagnose und dann Serial Number können Sie sich die Seriennummer des Umrichters anzeigen lassen. Unter Diagnose und dann Live Check informiert uns der FR-Konfigurator über den Status der meisten verbrauchbaren Komponenten. Wir sehen den Zustand des Gleichstromkondensators. Wenn der Wert unter 85% fällt, sollte er ersetzt werden. Wir sehen den Zustand des Kondensators der Steuerkarte, den Korrosionszustand der Platine und den Status des Lüfters. Außerdem sehen wir weitere Parameter, die für den allgemeinen Zustand des Umrichters wichtig sind. Ganz am Ende sehen wir die Laufzeit des Umrichters unter Spannung und im Motorbetrieb. Auf diese Weise können wir schnell die Lebensdauer unseres Umrichters beurteilen, von den Kondensatoren bis zum Relaisausgang. Wir können jederzeit sehen, in welchem Korrosionsstadium sich die elektronischen Platinen befinden und wie sich eine bestimmte Umgebung auf die Lebensdauer unseres Gerätes auswirkt. Die Oberfläche unter Ethernet-Status und Online-Status zeigt den aktuellen Status des Ethernet-Netzwerks und des Antriebs selbst. Wir wenden uns nun der Funktion Trace zu, die über den Projektbaum zugänglich ist. Wir klicken auf das Plus neben Trace. Wir sehen zwei neue Elemente, Trace Command und Trace Setting. Doppelklicken Sie auf Trace Setting. Es erscheint ein neues Fenster, in dem wir die Details zur Funktion Trace einstellen können. Die Trace-Funktion ist sehr hilfreich bei der Diagnose eines Frequenzumrichters oder bei der Suche nach Ursachen von Fehlern oder Störungen. Die Funktion ermöglicht, dass der Umrichter von uns ausgewählte Variablenverläufe in seinem Speicher zwischenspeichern kann. Im Moment des Auftretens eines Fehlers wird der Verlauf permanent gespeichert und wir können einsehen, wie der Variablenverlauf der Schlüsselvariablen im Zusammenhang mit einem Ausfall aussieht. Im Fenster Trigger Mode Selection wählen wir aus, was das Zwischenspeichern der Variablenverläufe auslösen soll: Antriebsfehler, analoger Eingangspegel oder Überschreiten einer Stromgrenze. Standardmäßig ist die Einstellung Störung, da die Funktion bei der Diagnose helfen soll. Anschließend wählen wir die Anzahl und den Typen der analogen Variablen. Das gleiche machen wir mit den digitalen Signalen. Wir können außerdem die Zykluszeit einstellen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Batch Write, um die Parameter zu schreiben. Unter Trace Command erhalten Sie einen Überblick über den Status der Funktion Trace und wir können die Daten auf einem USB-Stick oder einer Festplatte speichern. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf das herausragende Merkmal des FAE 800 hinweisen, nämlich die Funktion Load Characteristics.
Wir können das Lastprofil im Speicher des Frequenzumrichters hinterlegen und zwei Schwellwerte für das Überschwingen nach unten und oben festlegen. Wenn sich die Last an der Motorwelle aus irgendeinem Grund während des Betriebs ändert, schaltet der Antrieb einen entsprechenden Ausgang oder schaltet mit einem Fehlercode ab. In den Parametern 1481 bis 1485 stellen wir die Belastungswerte für die angegebenen Frequenzen von F1 bis F5 ein. Alternativ können wir auch den Parameter 1480 verwenden. Hier stellen wir ein, wie der Antrieb die Lastpunkte automatisch auswählen soll. Wir legen die minimale und maximale Erkennungsfrequenz fest. Über die Parameter setzen wir die Grenzen für die Überlastwarnung, den Überlastfehler, die Unterlastwarnung und den Unterlastfehler. Zur Veranschaulichung setzen wir die Werte für Über- und Unterlast auf 20%. Bei Überschreitung dieser Werte gibt der Umrichter eine Meldung aus. Dies müssen wir zunächst parametrieren. Zu dieser Oberfläche gelangen Sie über den Projektbaum unter Terminal und dann Terminal Input Assignment. Das ist alles für heute. Was sollten Sie sich aus diesem Video merken? Der FR-Konfigurator verfügt über zahlreiche leistungsstarke Diagnosefunktionen. Der FR-Konfigurator 2 überwacht den Zustand von Verschleißteilen. Mit der Funktion Trace können die Verläufe der Antriebsvariablen kurz vor der Notabschaltung aufgezeichnet werden. Mit der Funktion Load Characteristics können Sie ein Lastkurvenprofil sowie zwei Über- und zwei Unterlastschwellen einstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.